Fantastic. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Runde Clash Royale. Ich bin's wieder, Matthias, und einige hatten mich ganz nett bei Instagram gebeten, mach doch bitte zwischendurch mal wieder ein paar Folgen mit Facecam. Das sei an dieser Stelle damit getan. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wie gesagt, ich habe voll viele Nachrichten gekriegt. Ich bin selber ja eigentlich gar nicht so ein Freund davon, wenn in Videos eine Facecam zu sehen ist. Aber wenn ihr das gerne hättet, dann machen wir das. Das ist ja für mich im Endeffekt kein Problem, die reinzumachen. Das ist mehr oder weniger ja ein Klick, das habe ich ja schon mal erzählt. So, zack, zack. Deswegen, weil irgendwer meinte, du bist bestimmt zu faul, die Facecam zu benutzen. Das hat mit Faulheit nichts zu tun, das ist ein Klick. Viele wollten es halt haben. Okay, dann machen wir es. Wie gesagt, für mich kein Unterschied. Ich selbst oder mich selbst stört es halt zum Teil, aber muss ja jeder selber wissen. So, ich will kämpfen. Ich habe mein Deck verändert und zwar habe ich mir ja gestern die Elite-Barbaren reingepackt und war mir aber immer noch zu schade, die Barbaren dafür rauszuschmeißen. Hab dann die Barbaren mal reingenommen für die drei Musketiere. Dann ist mir aber aufgefallen, scheiße, wenn jetzt einer einen Lava-Hund hat. Ich hatte ja vorher noch den Eisgeist hier. Dann ist mir aufgefallen, scheiße, wenn jetzt einer einen Lava-Hund hat und beispielsweise Pfeile. Dann hatte ich nur noch die Lakaien gegen den Lava-Hund und dann, wenn der Gegner dann Pfeile hatte, war ich quasi am Arsch, so. Das heißt, ich habe mir dann nochmal die Eisgeister rausgeschmissen und die Bogenschützen mit reingenommen, weil die gar nicht so schlecht sind gegen den Lava-Hund. Klar, ist jetzt nicht die beste Truppe gegen den Lava-Hund, aber es funktioniert zumindest so halbwegs, damit ich mit meinen Pfeilen dann hinterher die Lava-Welpen kaputt hauen kann. Und, generell hat das auch bisher mehr oder weniger gut funktioniert, also ganz gut funktioniert. Und wir werden es einfach noch ein bisschen ausprobieren, ob das so gut ist oder ob wir da mal wieder ein bisschen was basteln müssen. Ich habe mittlerweile echt, also wenn es jetzt funktioniert, wenn jetzt nicht natürlich wieder irgendwie ein Inferno-Turm oder sowas kommt, habe ich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, die Gegner so zu überrennen, wenn ich das hier, wenn das jetzt so funktioniert. Ja, ihr seht es, kam zwar die Feuergeister und das Kampfholz, aber trotzdem hat der Gegner eigentlich jetzt schon mehr oder weniger den halben Turm oder fast, ja, zwei Drittel fast von seinem Turm down. Das ist natürlich nicht verkehrt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen früh gesappt, aber das ist nicht weiter schlimm. Und das ist echt mega zum Überrennen. Also die Elite-Barbaren sind schon ziemlich OP, wenn jetzt mittlerweile, was das so angeht. Das ist mir vorher halt, wie gesagt, nicht aufgefallen, weil ich mich damit aber auch nicht beschäftigt habe. Aber wenn man sich das so anguckt, wie die abgehen, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und dann auch noch, jetzt letztens in Verbindung, hatte ich hinten Barbaren hingesetzt. Die sind dann vorne angekommen. Dann hatte ich Barbaren, Elite-Barbaren und Schweinereiter. Das hat den Gegner so auseinandergepflückt. Hat er sofort das Spiel verlassen. Das ist teilweise echt eine krasse Nummer, wie die abgehen. Jetzt die Frage, wir gehen mal auf Sicherheit und gehen sofort hier auf den Turm. Falls was dabei kommt, nehmen wir mal die Lakaien dabei. Die können sich jetzt mal um die Valkyrie mit kümmern. Oh, okay, wir brauchen Pfeile. Oh, die sind an Level 8. Das ist natürlich jetzt nicht so stark bei ihnen da, die Truppen. Aber, wie gesagt, die sind halt, die Elite-Barbaren gehen schon ziemlich steil. Und, ja, jetzt haben wir den Turm gleich so weit, dass es sich fast schon lohnt, in der Mitte direkt weiterzumachen. Hallo. Und, ja, wird häufig mit dem Wutzauber kombiniert, habe ich mir sagen lassen, dann ist mir aufgefallen. Weil die dann noch mehr abgehen. Ich glaube, das wäre jetzt aber sehr krass. Und ich wüsste auch nicht, wofür ich den Wutzauber... Kater, hau doch mal ab. Wofür ich den Wutzauber hier reinnehmen sollte. Das könnte zwar wahrscheinlich ganz gut funktionieren, wenn ich ihn gut untergebracht kriege. Vielleicht könnte ich ihn für den Zap nehmen, aber das ist dann auch wieder sehr offensiv. Sehr offensiv. Vom Ofen her, nee, dementsprechend weiß ich nicht, wie das funktionieren würde, aber das ist im Endeffekt ja egal. Wir kommen ja ganz gut klar. Wir sind jetzt auch wieder ganz ordentlich dabei. Der Typ kommt einfach gar nicht durch. Ihr seht das. Klar, er hat jetzt auch nicht die Mega-Truppen, aber trotzdem. Wahrscheinlich, selbst wenn er ein bisschen bessere Truppen, so einen Unterschied machen die Truppen ja nun auch nicht. Also ob das jetzt Level 8 oder Level 9, mein Gott, das ist halt eine Kleinigkeit, aber vom Leben her teilweise macht es ja auch gar keinen Unterschied. Bei dem Bogenschützen ist das, was weiß ich, vielleicht ein Schuss oder so. Das ist gar nicht so dramatisch, wie man das vielleicht immer denken mag. Seine Elite-Barbaren Level 5. Okay, unsere sind auf 11. Das ist, da hat er die vielleicht gerade frisch oder so. Und es ist natürlich jetzt schon, also wie gesagt, eigentlich dürfte der... Ja, es ist vorbei, jetzt haben wir, ne? Wie gesagt, mit den Truppen, aber ist jetzt auch nicht, weil jetzt auch kein, bevor er wieder rumstehen kann. Ich sehe es ein, dass das jetzt nicht die große Herausforderung war. Anhand seiner Truppen war das jetzt ja gar nicht so mega schwierig. Aber trotzdem sind die Viecher einfach ziemlich stark. Das Deck ist dadurch jetzt, dass ich die drei Musketiere raus habe, auch nochmal einen Ticken günstiger geworden. Was ich auch ganz gut finde. Also das ist
nicht unbedingt verkehrt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Eine Sekunde. Ich mache momentan immer so einen etwas heiseren Hals und dementsprechend muss ich dann ab und zu mal ein Schlückchen trinken, damit nicht wieder einer ankommt mit Schleichwerbung. Mache ich es dann außerhalb des Bildes, wenn ich die Facecam anhab. Wenn ich sie nicht anhab, kann ich es ja ganz normal, dann sieht es ja keiner. Raffiniert, ne? Guckt euch die Elite-Überbahn an, die wichsen den ganzen Turm in Stücke da. Noch mehr abgedroschen als eben bei dem anderen. 815 Rest, ja, ich persönlich hätte mich jetzt schon verpisst, wahrscheinlich, wenn ich er wäre. Aber wir warten mal ab, was passiert. Wir warten einfach mal ab, ob noch was kommt. Wir nehmen mal, oh Gott, das ist easy, die Prinzessin, er hat ja gerade sein Kampfholz benutzt und nehmen mal die Lakaien zum Schutz. Ah, okay, ja, trotzdem down. Seine Lakaien können wir jetzt aber mit den Bogenschützen bearbeiten, dann sind die auch fertig. Und wir können gleich schon fast wieder die Elite-Barbahn auf die Reise schicken. Oder wir warten. Oh, ein Funky. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie ich das anstelle. Ich hau jetzt mal die Pfeile raus, damit ich den Knallzauber habe. Und dann warte ich. Dann wird das Ding gesappt. Und dann müssen wir trotzdem noch warten, auch wenn das Riesenskelett jetzt davor rumdödelt. Machen das jetzt so. Zack, und setzen die sofort dahin. Und hoffen, dass die kaputt hauen, bevor der wieder anfängt. Ja, das hat funktioniert. Okay, jetzt mal die Prinzessin. Der Riesenskelett wird von dem Elite-Barbaren erledigt und die Prinzessin kümmert sich um die Skelette. So, das hat funktioniert. Jetzt hat er aber schon eine ordentliche Aufholjagd gestartet. Also gar nicht so wenig Punkte. Jetzt machen wir die Pfeile nochmal, falls wir da irgendwas. Nein, da kommt auch noch so ein dusseliger Inferno-Turm. Ja, und ich habe den. Er weint. Er weint für uns mit. Gut, dann müssen wir jetzt mal überlegen, wenn er jetzt den Inferno hat. Müssen wir jetzt gleich mal testen, ob wir Barbaren und Elite. Ah, da kommt schon wieder der scheiß Funky. Ja, was soll ich jetzt? Ich setze jetzt mal die Bogies einfach mal hier hinten hin. Muss erstmal abwarten und dann müssen wir schauen. Wir könnten. Ne, die Lakaien können wir jetzt noch nicht. Wobei, die können sich um das Riesenskelett kümmern. Und dann können wir das machen wie gerade. Zack. Ah, jetzt leben die noch. Aber bitte jetzt auf den Funky, nicht auf den. Okay, und diesmal machen wir aber die Barbaren. Ah nein, jetzt habe ich die Barbaren in die Bombe gesetzt. Scheiße. Das war jetzt dumm von mir. Das gebe ich unumwunden zu. Da könnt ihr euch jetzt schön aufregen, dass ich die Barbaren genau in die Bombe gesetzt habe. Ich habe es zu spät gemerkt, dass der schon down ist. Ich dachte, ich müsste die noch unterstützen. Weil ich halt vermeiden wollte, dass der. Bitte jetzt kein Inferno, bitte kein. Oh, doch, da ist er. Aber einmal zappen. Reicht noch nicht. Aber die Prinzessin kümmert sich jetzt um den Turm. Das heißt, den Turm kriegen wir jetzt gleich. So. Und dann brauchen wir noch 8 Sekunden. Einmal die. Tut mir jetzt leid, aber es ist jetzt halt so. Einmal die Pfeile und dann haben wir, ne? 2, 1, Ende. Puh. Anstrengend, aber machbar. Anstrengend, aber machbar. So, jetzt haben wir schon wieder. Ach, Kater, rennt noch nicht hier. Katze umkreist mich hier gerade schon wieder. Wie viele Pokale haben wir? 3531. Ah, nein, einen unterm Rekord, auch nicht schlecht. So. So, weiter geht's. Mal gucken, ob jetzt mal langsam wieder einer kommt, den wir nicht kriegen, der uns kontern kann. Gibt's ja auch. Gibt es auch in der Tat. Wir nehmen mal die Bogies. Und ein Megalakaia, der kann eigentlich, kann er sich von alleine regeln. Eigentlich kann er sich von alleine regeln, dann können wir mal. Okay, machen wir so. Komm. Oh, Kampfholz, bitte nicht viel bringen, Kollege. Eisgolem. Ja. Ein, zwei Schläge kriegen wir trotzdem hin. Und das müsste reichen, dass der Megalakai von alleine down geht. Und wir kriegen hier noch die Barbaren. Ah, okay. Jetzt hat er natürlich den Tunnelgräber hingesetzt. Das heißt, der Megalakai wird noch ein, zwei Würfe machen. Macht die aber auf die Barbaren, also nicht auf den Turm. Von daher ist das easy für uns. Wir setzen das und hoffen. Ja. Komm. Ah, die sind ja nicht kaputt zu kriegen, die Arschgeigen, ne? Aber 1500 sieht immer noch ganz gut aus. Am ersten linken Turm, so. Und die Prinzessin kriegt auch noch ein paar Schüsse. Nein, kriegt sie nicht. Doch, ein Megalakai ablenken ein bisschen. Dann ist der down, bevor was passiert mit den Bogies. Das ist immer ganz praktisch. Dann kann man damit. Dafür sind die nämlich auch noch gut gegen den Megalakai. Sind die ganz praktisch, weil der kannst ihn damit schön in die Mitte locken. Die machen den down, bevor er irgendwie die Bogies erreicht. Und die laufen dann durch und machen noch ein, zwei Schüsschen. Das ist generell nicht verkehrt. So, jetzt können wir nochmal Schweinereiter und. Ah, jetzt kommt er erst wieder hier um die Ecke.
Aber ist nicht so dramatisch, da passiert nicht viel. Und das, der Vorteil ist, jetzt können wir gleich alles Mögliche auf einmal setzen. So, jetzt müssen wir aber erst... Folgendes... Oh, die Rakete. Uiuiuiui. Süß. Sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß. Setzen wir die Prinzessin und trinken nochmal kurz einen Schluck. Oh, ich muss mal setzen hier. Ach ja. Er mit seinem Tunnelgräber immer. Der reißt doch eh nichts, Junge. Der reißt doch nichts. Der reißt einfach nichts. Och, jetzt habe ich den... Ja, ich wollte die Pfeile haben. Hab den Blitz genommen, schlauerweise. Cleveres Gärlchen bin ich manchmal, ne? Ihr merkt das schon. Ihr habt das ja eh schon gemerkt. So. Hau wenigstens in den Inferno noch kaputt eben. Nein, jetzt lebt er noch. 600 Punkte, die müssen wir doch noch irgendwie hinkriegen. Ist dieser hässliche Eisgolem schon wieder da? Und nochmal ein bisschen Offensive starten. Und. Ja, Rakete. Haut natürlich alles down. Hat aber den. Nein, jetzt ist er schon wieder ein Inferno. Mann, ey. Ja, dann ist das jetzt halt wieder so ein Typ, den wir mit den Pfeilen kaputt hauen müssen. Ich kann es dann auch nicht ändern. Dann hat er jetzt halt tot durch Pfeile gewonnen. Inferno down. Schweinereiter. Wird der neue Inferno kommen. Zack. Na, jetzt haben wir ihn, oder? Jawohl. Nein! Aber wir zögern es noch ein bisschen raus. Ich nehme jetzt nicht sofort die Pfeile. Wir zögern es noch ein bisschen raus. Oh, die Rakete. Aber die tut mir ja noch nichts, ne? Ja, egal, wir machen es jetzt. Bevor da jetzt wieder irgendwas in die Buchse geht und ich wieder mit einem HP gleich verliere, dann lassen wir das mal bleiben und hauen ihn kaputt und sind auch durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.